Heute geht's wieder um Accessories, um ein Insert von LaserOx für ein sehr cooles Spiel. Gloomhaven, Pranken des Löwen. Viel Spaß mit diesem Video. Hallo liebe Freunde des gepflegten Brettspiels und herzlich willkommen zu einem neuen Accessories-Video. Dieses Mal geht's um Gloomhaven, die Pranken des Löwen. Ich habe dem Dennis vor kurzem das Spiel endlich mal vorgesetzt und es war auch wirklich an der Zeit, dass er es endlich mal spielt. Und da dachte ich mir, ja, wenn schon, denn schon, zeige ich euch auch das Insert. Und dieses Insert ist von LaserOx. Ich habe bislang ein selber gedrucktes gehabt. Das habe ich auch in einem Video selber vorgestellt, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne. Alles 3D geprintet, ziemlich aufwendig, ziemlich lang und ich bin teilweise ein bisschen mit dem Drucker verzweifelt. Nur weil es relativ simple Komponenten sind, hat es gut funktioniert, denn da gab es immer wieder Probleme beim Printen. Ja, jetzt dieses Insert von LaserOx, dazu wechseln wir die Kamera und ich zeige euch, wie das Ganze aussieht. So sieht das Ganze aus, wenn ihr es öffnet. Hier ist alles drin und hat seinen Platz. Das möchte ich euch einmal kurz zeigen, wie das dann aussieht. Ihr habt zum einen hier vier Trays für die Charakter. Hier ist entsprechend immer ein Trenner dazwischen, zwischen dem Kampf-Modifier-Deck und hier zum Beispiel Gegenständen, die ihr mit euch rumtragt im Spiel. So sieht das Ganze dann aus. Und das viermal für jeden der vier Charaktere. Wir haben hier ein sehr großes Fach, in dem alle Karten drin sind. Fast alle, außer tatsächlich diese Karten, die charakterspezifisch sind. Und hier auch natürlich die Möglichkeit, inklusive der Trenner zu arbeiten für die Gegenstände. Einziges kleines Manko, ihr müsst wissen, wie die ganzen Gegner auf Englisch heißen. Aber man bekommt den Dreh relativ schnell raus, was jetzt was ist. Und dann kann man hier relativ gut reingreifen und das rausziehen. Genauso verhält es sich auch hier mit Fluch- und Segenkarten oder hier mit den Events. Ne, das sind nicht die Events, das sind die Aufgaben. Und das schon mal eine der Boxen. Dann haben wir hier für unsere Anzeigen der Energie bzw. der Lebenspunkte und unsere Erfahrungspunkte. Und die kann man so leicht versetzt, dann geht es hier super gut rein, einwandfrei und hat seinen Platz. Für die Böckschen, da wäre tatsächlich noch ein bisschen Platz daneben gewesen. Ihr seht es hier in der Kamera. Da hätte man noch mehr reinpacken können. Hier ist auch schon ein extra Tray dazugelegt, das man theoretisch nicht benötigt. Kann man was outsourcen, wenn man das Bedürfnis hat, zum Beispiel benutzte Karten hier rausnehmen, wenn man das tatsächlich wollen würde. Gerade schauen, die gehen nicht rein. Hier haben wir nämlich die Ereignisse, die neuen und die benutzten. Hier wieder schön gemacht, typisch, wie man es von LaserOx kennt, ein toller Stil. Hier sind die ganzen Gegner drin. Und wer sich jetzt denkt, ah, da komme ich ja bei manchen gar nicht bei, dazu hat man hier die Möglichkeit, hier unten reinzufassen. Und dann sieht man hier zum Beispiel Living Spirit oder hier entsprechend, das sind die, ach, jetzt wollte ich schon sagen, Kultisten, ja doch, die Fanatiker. Alles liegt sauber drin, hat seinen Platz und manches noch vor der letzten Partie im Tisch, also nicht überrascht sein, dass da vielleicht das ein oder andere fehlt. Dann haben wir hier zwei Trays, die kommen jeweils mit einem Plexiglasdeckel daher. Finde ich persönlich gut, weil diese ganzen kleinen Marker, das ist ganz schön fuddelig. Dies ist auch eine Katastrophe, die alle reinzulegen oder wieder rauszunehmen. Dann haben wir hier für weitere Marker und Terrain, hier sitzt ein bisschen Platz, weil nicht alles drin ist. Und dann haben wir hier weitere Gegner. Und das einzige Problem, was ich so ein bisschen sehe, ist, dass im Englischsprachigen, meine ich, diese Schildchen für die einzelnen Gegner, diese Token anders sind. Ich glaube, die sind unterschiedlich lang und dann ist es, glaube ich, irgendwie hier einsortiert worden oder so. Man hat es irgendwie anders gemacht. Man muss sich da ein bisschen behelfen, hier zwei Trays, die aufeinander sitzen und hier unten auch jeweils zwei Kreaturen mit drin. Dann ist hier noch Platz entsprechend für die Boxen der Charaktere.
die gehen hier ohne Probleme seitlich rein. Fups. Und wir bauen das Ganze jetzt einmal zurück. Ich gehe meistens hier mit dem als erstes unten rein, dass da auch nichts verrutscht. Dann das hier, weil das hat ein bisschen mehr Spannung drauf als das andere. Das hält auf jeden Fall sehr gut. Dann das einzige Tray, was wir noch nicht angeschaut haben, ist hier das mit den Gegnern. Die sind hier unten drin. Und da hat man hier wunderbar die Möglichkeit, das oben aufzulegen. Hier für den Steingolem. Und was waren das hier? Ach, die Blutmonstrosität. Ist hier noch Platz entsprechend. Man kann sich natürlich auch die deutsche Übersetzung daneben schreiben, wenn man das möchte. Wir bauen alles wieder ein. Und dann machen wir den Schütteltest, wie ihr es gewohnt seid bei unseren Insert-Videos. Ihr seht, hier ist ein bisschen Platz, tut nicht weh, Kreaturen hier oben drauf. So, alles wieder gute Qualität, wie man es gewohnt ist, schön holzig und lecker, wollte ich jetzt schon witzeln. Und alles findet seinen Platz. Auch das hier hat man hier extra, ihr seht, ein bisschen tiefer gelassen, dass hier bei den Karten ein bisschen Platz ist, stört nicht. Und dann packen wir hier alles noch rein, was mit rein muss. Und ihr seht, ganz schön voll der Spaß. Und wir kommen jetzt natürlich zum allseits beliebten, gefürchteten Schütteltest. Stellt euch vor, ihr transportiert das Spiel senkrecht, ihr dreht es auf die Seite, ihr dreht es auf den Kopf. Und dann schauen wir mal, ob alles noch an Ort und Stelle geblieben ist. Dem Spiel ist speiübel. Nichtsdestotrotz schauen wir jetzt trotzdem rein. Hat sich da irgendwas verschoben? Oh, 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 oh. Ja, okay, hier sind einige Monsterchen ein bisschen durchgeschüttelt worden. Ja, das ist das Einzige, was theoretisch passieren kann. Ansonsten sollte hier alles an Ort und Stelle sein. Und das überprüfen wir jetzt natürlich exemplarisch hier an diesen Boxen. Bei den Karten sieht man, da sollte alles soweit passen. Ah, hier ist ein bisschen Spannung drauf gekommen. Das ist tatsächlich das einzige Manko, dass durch diese Bases und durch diese ganzen kleinen Tokens hier immer so ein bisschen Presspassung ist. Da unten sieht es gut aus. Wunderbar, alles an Ort und Stelle. Ich würde sagen, abgesehen von dieser kleinen Rutscheinlage hier, Schütteltest definitiv bestanden. Aber das ja auch wirklich nur, wenn man ein Haar in der Suppe sucht. Ansonsten macht das hier einen guten Job, das Insert. Und wir sehen uns jetzt wieder in der Frontalen. Gloomhaven, die Pranken des Löwen. Da stellt sich natürlich immer die Frage, braucht man so ein Insert, braucht man so ein Insert nicht? Es ist ja ein Kampagnenspiel und im Normalfall hat man das dann irgendwann mal durchgespielt. Braucht man dann überhaupt ein Insert dazu? Gloomhaven, Pranken des Löwen wird bei mir auf jeden Fall im Regal bleiben, ganz unabhängig davon, ob ich mir Frosthaven nun zulegen werde oder eben auf Frosthaven verzichten werde. Es ist für mich ein sehr cooles Spiel, was allein schon dadurch einen großen Vorteil gegenüber Gloomhaven hat, dass es deutlich schneller aufgebaut ist. Mit sinnigen Accessories wie Inserts ist es natürlich noch schneller aufgebaut. Der einzige Vorteil des Lazarox Inserts gegenüber meinem selber gedruckten Insert ist, dass es einen kleinen Ticken besser aufeinander abgestimmt ist und man nochmal kleinere Vorteile hat. Wirklich essentiell relevant ist es für mich persönlich nicht, weil ich sage, ich wäre auch mit meinem eigengedruckten glücklich geworden. Jetzt ist es natürlich so, es hat ein stolzes Gewicht, dessen muss man sich bewusst sein, dafür hat man gute Holzqualität und das Ganze ist natürlich sehr stabil. Es kommt gut daher, es ist auch so, dass es auf dem Tisch beim Spielen Sinn macht, auch wenn manche Token sehr schlecht rausgehen, die muss man fast schon auskippen vorher. Das ist das einzige kleine Manko an diesem Insert, aber das ist auch der Größe der Box geschuldet. Viel mehr Insert hätte man hier auch gar nicht reinbekommen, dann hätte man irgendwo wieder Abstriche machen müssen und ich finde, da ist der Kompromiss ganz gut gelungen. Ich finde ein gelungenes Insert, bin froh, dass ich es habe. Ob ich mir es jetzt unbedingt zulegen würde, weiß ich nicht. Ich bin ja eh so jemand, als ich angefangen habe, Gloomhaven zu spielen, war es glaube ich 3 Wochen lang bei mir im Tisch aufgebaut. Platten weg, weiterspielen. Und es wird auch nochmal zu Accessories, was ihr gesehen habt zu Gloomhaven, ein extra Video kommen. Da gibt es nämlich Zusatz-Accessories und das kann unter Umständen, wenn man wirklich lange an Gloomhaven spielt oder an Pranken des Löwen oder dann später an Frosthaven, durchaus Sinn machen, genau sich diese Accessories zuzulegen oder zumindest mal anzuschauen. Dazu dann vermutlich in 2 bis 3 Wochen mehr. Ja, das war's zum Insert von Lazarox zu Gloomhaven, Pranken des Löwen. Habt ihr Fragen, habt ihr Anmerkungen dazu, scheut euch nicht, schreibt's in die Kommentare. Und lasst mich gerne wissen und dann sehen wir uns hoffentlich zum nächsten Accessories-Video wieder.
Bis dahin wünsche ich viel Spaß beim Spielen. Macht's gut und tschüss.